Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gehen wir mal durch für die Straße. Wie kann ich mich verteidigen, schnell ein K.O. erzielen, ohne dass ich mich dabei verletze? Are you ready? Let's go, 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 go. We're back from the dead. Viele kennen das vielleicht. Ich war damals auch nicht immer der Artigste in meiner Jugend und so. Deswegen weiß ich, man bricht sich oft die Hand, man kann sich oft verletzen, dann kann man sich auch nicht mehr selbst verteidigen. Deswegen zeige ich euch heute eine Technik, wie man den anderen außer Gefecht setzen kann, aber selber die Hand heil bleibt, man sich nicht bricht und was eigentlich schnell funktioniert und wie gesagt verletzungsfrei ist. So, dann fangen wir mal an, ich zeige es euch. Hallo Leute, ich werde euch jetzt mal diese Techniken zeigen. Fabi, komm mal her. Also ihr steht jetzt zum Beispiel hier und ist eine Stresssituation, dann könnt ihr blitzschnell hier mit der Außenhand hier aufs Kinn hauen oder von hier, von der Seite so hier aufs Kinn. Merkst du das, Fabi? Genau. Und sofort hier aufs Ohr oder hier auf dem Hals, hier seitlich. So mit der Handkante. Oder hier. So, das muss schnell gehen, ihr verletzt euch dabei nicht, die Hand bricht nicht, ja, wie hier auf den Kopf hauen oder irgendwo, sondern, wie gesagt, ihr habt da kein Verletzungsrisiko. Das ist praktisch wie bei einer Rückhand, wie beim Tennis, ja. Hammerfaust, bumm, hier rein. Oder kann man auch hier vorne, Nase und bumm, nichts passiert. Hey Leute, auf der Straße müsst ihr ein bisschen auf euren Instinkt hören, müsst schnell reagieren, müsst ein bisschen durchdrehen. Und ruckzuck reagieren, wenn was kommt. Bam, bam. Und ich zeige euch das jetzt mal in einer richtigen Situation. Hast du ein Problem? Ey, lass mich mal in Ruhe.